wollte mit euch noch hier, das habe ich mir extra aufgehoben, Klartext Nummer 10, Marc Benecke mit Marco Bülow im Podcastgespräch oder wie man es nehmen will. Das wollte ich mir mit euch noch angucken. Das dauert ein bisschen länger. Lehnt euch zurück. Ich trinke noch einen Schluck Wasser. Lehnt euch zurück. Wir gucken jetzt Hashtag Klartext Bülow Nummer 10 mit Marc Benecke als Gast über das Klima und wie man richtig darüber spricht. Ist halt. Lehnt euch zurück. Meine React-Tools sind dann wirklich immer, also schon bei einer halben Stunde. Ich habe also letztens auf die Pokémon Direct, da habe ich, nee, auf die Pokémon, ja, Pokémon Presents heißt, da hieß das, wo die Cinemax vorgestellt haben, das Video ist eine Stunde lang, obwohl das eigentliche Video, glaube ich, 17 Minuten geht und so weiter. Also das ist halt wirklich, bei mir sind React-Tools. Lehnt euch zurück, das kann 2 Stunden dauern, bis wir damit durch sind. Da sind wir. Ich würde häufig anhalten und ein bisschen was dazu darüber sagen. Also, lehnt euch zurück, macht euch bequem, holt euch was zu knabbern. Macht euch auf dem Fernseher an oder so, macht's euch bequem. Es ist halt, das kann dauern. Pausiert es zwischendurch, wenn ihr es nicht mehr wollt und gut später irgendwann weiter. Es wird lang. Ja, herzlich willkommen bei Klartext. Neue Folge. Heute mit Marc Benecke. Freue ich mich besonders drauf. Ja, wie immer, Klartext ein Gespräch, keine Befragung sozusagen, sondern ein Gespräch, wo wir Klartext reden, Dinge auf den Tisch bringen und mal sehen, wohin uns das Gespräch führt. Marc Benecke, viel muss ich Ihnen gar nicht vor. Ja, den hat man schon bei uns im Podcast, den Marc Benecke. Im Bilateral-Podcast könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist hier verlinkt auf YouTube. Hallo YouTube. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. War eine großartige Folge. Bei mir war es eine Befragung. Wir haben ziemlich viel. Ich habe ihm ziemlich viel gelöchert, den Marc Benecke. Da haben wir musste er ziemlich viel über sich reden. Finde ich aber trotzdem ist gut geworden. Und den Marco Bülow, den versuche ich noch für bilateral Podcasts zu gewinnen. Da habe ich schon eine Anfrage geschickt. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Podcast-Folge. Können wir ihn mal befragen. Ja, vielleicht klappt es mit ihm besser. Das war dann Marc Benecke ist halt so ein interessanter Mensch. Das ist halt einfach, ist halt ich, es ist halt, hört euch die Podcast-Folge an, es ist halt einfach. Ich hatte so viele Fragen, die ihm gestellt werden mussten, und ist halt wirklich, der ist halt ein Multitalent, der Marc Benecke, und da mussten wir halt ein bisschen über ihn sprechen. Weil er so traumatisiert davon war von unserem Podcast, hat er nochmal Podcast mit Marco Bülow gemacht. Ja. Vorstellen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Eigentlich, ich sage jetzt mal eigentlich, Diplombiologe, spezieller dann sogar Kriminalbiologe. Das muss er dann gleich selber nochmal erklären, weil ich glaube, das sagt nicht jedem was, aber vielmehr Autor, Podcast. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein paar Podcasts angehört. Ich werde auf jeden Fall auf mindestens einen nochmal zurückkommen, weil er auch, finde ich, so aktuell ist. Es gibt ein neues Buch, ein illustriertes Buch. Auch darüber werden wir, denke ich, Werden sprechen. wir hier erwähnt oder was? Ich glaube nicht, aber ja. Und jetzt sage ich mal nebenbei, wahrscheinlich nicht, aber schon irgendwie auch, nicht nur Mitglied der Partei, die Partei, sondern Landesvorsitzender. Im Prinzip so ein bisschen mein Chef in NRW als Landesvorsitzender, schon ein bisschen länger und teilweise auch erfolgreich. Schon in Wahlkämpfen gewesen, kommst aus Köln und sowohl bei Oberbürgermeisterwahlen als auch bei NRW-Wahlen gab es schon zu Zeiten, wo das noch nicht ganz so war, gute Ergebnisse für die Partei. Auch darüber werden wir wahrscheinlich sprechen. Ja, herzlich willkommen, Marc, und sag doch mal als erstes, was ist ein Kriminalbiologe?
Wir untersuchen hier im Labor Spuren von Fällen, die irgendwie als kriminalistisch angesehen werden. Das reicht neuerdings. Also da habe ich gerade einen Artikel fertig geschrieben vor ein paar Tagen über Kunstfälschung, wo wir dann über die Radioaktivität des Kohlenstoffes in diesen Holzobjekten feststellen, wie alt die sind, 1000 Jahre, 500 Jahre oder doch nur 50, bis hin zu Vergewaltigungen, Massentötungen, Sexualdelikten, die, Blutaustritten durch Schnitte oder Schläge, wo dann eben Spuren übrig bleiben. Also insbesondere Sperma, Haare, Insekten auf Leichen, auf verfaulenen Leichen, Urin. Ich merke gerade, meine Fernsehantenne ragt dem Marc Benecke so ein bisschen und überdeckt sein Namensschild. Ragt ihm so ein bisschen ins Gesicht rein. Vielleicht, wenn ich mich nach links rücke, dann ist dann halt ein bisschen kleiner ziehen, die Facecam-Glotze. Das ist, ich muss gerade mal im Vorschaubild gucken. Ja, passt. Können wir so machen. Ich glaube, mal ein bisschen angepasst hier. Da zerschneide ich nicht so viel. Ist halt, guck mal. Meinst du ja unwichtig, meine Facecam ist ja unten ein bisschen am Rand. Und sowas. Also das was sozusagen, wo die Polizei oder die Landeskriminalämter oder sowas, wo die sagen, boah, das ist jetzt eine bisschen seltene Spur, das ist ein bisschen was Komplizierteres, aber auch irgendwie ein bisschen eklig vielleicht. Also das landet da bei uns. Also könntest du eigentlich, also man könnte ja daraus eine, finde ich, super Serie für Netflix und Co. machen, weil sowas lieben die Leute doch, ne? Das ist doch genau das, was so ein bisschen im Verborgenen ist. Und wirklich so eine Spurensuche. Ich meine, es gab auch schon einiges, was der liebe Marc Benecke im Fernsehen, also auf Netflix nicht, aber im Fernsehen schon produziert. Da gab es ein paar Filme, die er schon, war schon Dokumentarfilme, aber ja, also der Marc Benecke, der war auch schon auf den Fernsehkameras zu sehen. Und dafür braucht man Experten. Ja, das gibt's schon immer. Also das Genre, wenn du das jetzt so als Film- oder Literaturgenre sehen willst, ist ja erfunden worden von Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle. Die haben ja den naturwissenschaftlichen Kriminalisten erfunden. Also insbesondere Sherlock Holmes ist der bekannteste. Der ist ja Chemiker. Der ist ja nicht Polizist oder Detektiv oder sowas. Der ist, oder zumindest nicht Privatdetektiv, wie wir uns den vorstellen, sondern der ist Chemiker. Ich war auch mal in seinem Zimmer. Also das ist nachgebaut in der Baker Street, da wo er auch im Roman wohnt, ja. Ja, mit Originalgegenständen inklusive 4711 Kölnisch Wasser, was ich natürlich sehr gut finde als Kölner. Das steht da also auch. Und da siehst du auch richtig die Chemie-Ecke. Und deswegen, du hast recht, das fasziniert die Leute schon immer. Das gibt es dann immer neuen Ausformungen. Mal ist es dann in irgendeiner Serie im bürgerlichen Fernsehen sozusagen irgend so eine Superfigur, die neben der Leiche ein Mikroskop hat, gleichzeitig schießen kann und Hubschrauber fliegen kann und dann so alles kann und so. Aber diese Prise. Ja, das ist halt in amerikanischen Filmen, die Aushilfskräfte, die dann immer dazukommen, ist halt wirklich abenteuerlich. Das ist halt immer, das ist zum Beispiel Lucifer, da gibt es Lucifer, da haben sie einfach die Hauptcharakter, die Rolle, die einfach da mithilft, ist halt einfach der Teufel selbst. Das ist zum Beispiel, das ist einfach. Ich meine, ich mag es, ich bin ein großer Fan von solchen Sachen, aber das ist halt einfach, ja, Kerze, ein Auto und Schrift, das sind halt einfach die Leute, das übertriebene Charaktere, die da mit reinkommen, die halt einfach da mitmachen. Man kennt's. Die Naturwissenschaft ist seit Edgar Allan Poe und Conan Doyle tatsächlich für die Menschen irgendwie spannend, da hast du recht. Da gibt es zahlreiche Serien und Zeugs zu. Hm? Ja. Ich muss ja gestehen, dass ich habe ja Edgar Allan Poe vor Sherlock Holmes gelesen, also der Mord in der Rue Morgue, das ist ja so eines der Klassiker, obwohl Edgar Allan Poe natürlich auch mal so ein bisschen morbide war, das war nochmal ein bisschen anders als Sherlock Holmes, aber stimmt, das Genre ist dann schon sehr spannend, glaube ich, dann auch ziemlich lange. Aber du bist eben ja doch... Ich muss jetzt immer sagen, weil ich mich damit einmische, weil ich da jetzt sage, weil ich da meinen React-Tour mache. Kann man das machen? Es ist ja jetzt so eine Art Podcast. Ich mache jetzt einen React-Tour auf einen Podcast. Das ist ja eine Stunde, so in gewisser Weise, das ist eine Art Podcast.
Ich kenne die Regel von einem React-Stream nicht. Geht das? Kann man sowas machen? React auf dem Podcast? Ich mache es jetzt. Also das ist halt, wir werden sehen, ob sich Leute das angucken. Das ist halt irgendwie, es ist eine neue Sache. Das ist halt, wir machen jetzt einen Podcast zu dritt. Ich kann jetzt mit denen nicht interagieren, aber ich mache es meiner Meinung nach. Ich sag mal sozusagen so ein bisschen, ich könnte mir jetzt auch in die Mitte reinstellen, meine Facecam in die Mitte reinstellen. Und ich habe jetzt quasi so ein bisschen die Frechheit und rede da jetzt ein bisschen mit. Ich meine, die werden jetzt nicht darauf antworten, die werden jetzt nicht darauf reagieren, wenn ich irgendwas sage und da mir widersprechen oder so, aber vielleicht tun sie es, vielleicht ist es gut, das gibt es ja auch manchmal die Situation, dass man da was sagt und könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben unter dem React-to-Video hier, wie ihr das fandet, ob das lustig ist, ob man das mal eine neue Sparte, habe ich eine Marktlücke gefunden, das ist React to Podcasts, ist das macht das Sinn? Es ist ein Video, das ist, ich meine, wenn es ein Podcast wäre, nur als Audio, das ist dann, ist es schon ein bisschen blöd, aber sagt sie mir mal. Wir sind hier, was ich mal auch merken muss, wir sind jetzt gerade hier drei Parteileute, das ist Icke, Marc Benecke, Marco Bülow. Parteien unter sich oder ja, in gewisser Weise, ich verstehe es. Hauptsächlich Biologe, wie bist du dazu gekommen? Weil ich wollte das, glaube ich, seit der Grundschule war das eigentlich mein Traumberuf. Bis zur 12 wollte ich unbedingt Biologie studieren und dann ist es doch Biologie geworden. Bitte? Was ist in der 12 passiert? Es ist passiert, dass ich Angst hatte, in einem Chemielabor zu enden, weil ich wollte eigentlich durch die Regenwälder ziehen, Menschenaffen untersuchen. Also ich bin durch Jane Goodall, Diane Fossey, das waren so meine Helden oder Heldinnen in dem Fall natürlich. Dann dachte ich so, ups, dann musst du aber irgendwie Sequenzen von bestimmten Tieren untersuchen, weil diese allgemeinen Humboldts und Co.s gibt es ja eigentlich kaum noch. Und ich bin vielleicht nicht so gut in der absoluten wissenschaftlichen Analyse. Vielleicht ist so das Verbindungsglied zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit, ist das vielleicht so eher mein Raum. Und da bin ich dann gewechselt. Ja, perfekt. Aber du nicht, sondern du hast dann Bio studiert. Warum? Ja, aber ich habe von Anfang an auch... Ich habe von Anfang an auch schon mal öffentliche Vorlesungen gemacht. Also wenn wir die Kurse, früher habe ich an der Uni Köln unsere kriminalistischen internationalen Trainings gemacht, wo dann die Leute aus aller Welt da immer hingekommen sind, die Studierenden. Dann haben wir auch immer öffentliche Abende gemacht. Also das ist in Köln halt normal. Ich meine, im Ruhrpott auch natürlich, aber in Köln ist es nochmal anders, weil da bist du es wirklich extrem gewohnt, permanente Öffnungen zu machen und nicht nur so diese, sagen wir mal, jovale, selbstverständliche Öffnungen, die es im Ruhrgebiet gibt, sondern hier in Köln ist es auch noch so, man bemüht sich auch noch regelrecht rum, alle immer schön zusammenzubringen, so oft es nur irgendwie geht und so. Und deswegen ist das für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Ich wusste gar nicht, dass das nicht normal ist, bis ich dann gemerkt habe, wie du schon andeutest, dass viele Forscherinnen und Forscher das halt wie der Teufel das Weihwasser meiden, jemals Öffentlichkeit zu suchen. Kann ich auch verstehen. Die wollen halt nur arbeiten. Okay. Und ich bin Biologe geworden, weil das, ohne Quatsch jetzt, weil die einzigen waren, die auf die Studierenden zugegangen sind. Ich war auch eingeschrieben für Germanistik, Psychologie und Theater- und Film-Fernsehwissenschaften, aber das war halt total verstaubt und trocken, auch bei den Theater-, Film-, Fernsehwissenschaften. Das war total vertrockneter Scheiß. Da ist ja nichts draus geworden aus Film und Fernsehen, obwohl in gewisser Weise, wie gesagt, es gibt auch ein paar Filmsendungen, wo Marco und Marc Benecke von Marc und Marco, ach, großartiges Duo. Heiß. Und die Biologen waren halt super und haben direkt eine Party gemacht und dies und das. Und da waren irgendwelche zotteligen älteren, also 2 Jahre älteren Studierenden, die halt einem irgendwas gezeigt haben und so. Und das war also Zufall eigentlich eher. Die Medien, sagt die Mediensport, ist auch wirklich, ist halt wirklich, muss man, also ist halt wirklich verstaubt. Ist halt wirklich eine Sache, ist halt da mit Party machen und so, das ist Party, ist halt Medien, ist. Ich hab eine Ausbildung zur Mediengestalter angefangen, allein das ist jetzt nicht Film und Fernsehen, wo ich da drin bin. Mediengestalter ist so ein bisschen was anderes, aber es ist auch schon stark, die Medienbranche. Und es ist die Medienbranche, ja, es ist ein hartes Pflaster. Dann können wir mal später, in meinem eigenen Podcast drüber reden. Müssen wir jetzt nicht darüber. Ja, das ist schon. Da gibt es schon Sachen, die
Hier sind, die kann man da kann man drüber, lange drüber reden. Ist nicht ganz, ist nicht so ein, ist viel, ist auch teilweise ein bisschen Ellbogengesellschaft, ist so ein bisschen in Sachen unter Medienleuten. Ja, aber du bist dann trotzdem genau einer, der dann das auch erklärt. Und das finde ich auch, ist so insgesamt in der Wissenschaft ja nicht so üblich, obwohl gerade jetzt, wenn wir so die Klimawissenschaftler nehmen, wird das ja immer mehr so, auch weil sie müssen. Ich bin ja nicht so überzeugt. Also ich muss sagen, ich mache es ja grundsätzlich ohne Fremdworte. Das heißt auch nicht Mikroskop, auch nicht Molekül, auch nicht Portemonnaie. Keine Fremdworte heißt keine Fremdworte, auch nicht. Obwohl man Mikroskop und Molekül und das kann man verstehen. Das ist, ich verstehe seinen Aspekt, dass er keine Fremdworte benutzen kann. Die Diskussion hatte ich jetzt im neulich erschienenen Podcast gestern am Mittwoch, den 3.3. ist die neue Folge rausgekommen. Da habe ich mit Molly die Diskussion gehabt, weil ich schon was vorausgesetzt habe. Wir haben über das CDU-Wahlprogramm geredet, wo ich dann schon ein bisschen Grundwissen vorausgesetzt habe. Ich gehe von meinen Zuschauern immer aus, dass die ein bisschen Grundwissen vorhanden ist, also dass man weiß, was ein Mikroskop ist. Oder ich meine, das wird bei mir, ich rede nicht über das Mikroskop, aber wenn ich über Sachen rede, das ist, dass man weiß, wer die deutsche Bundeskanzlerin ist und was bestimmte gewisse Begriffe bedeuten, davon gehe ich aus, das verlange ich als Grundwissen, wenn man sich einen Podcast anhört, dass man so ein bisschen, also man muss nicht viel wissen, aber dass man so ein bisschen, dass man weiß, was bedeutet der Begriff Demokratie, was macht man damit und was ist ein Parlament und was ist das nicht grundsätzlich erklären muss, wie funktioniert das, also was ist dann erstmal, wenn ich in jedem Podcast erstmal anfangen müsste, jeden kleinen Begriff zu erklären, das ist halt, ja, dann können wir keine Politik machen, können wir nicht über Politik reden, das ist halt, kommen wir nicht zum Thema, wenn ich jeden Begriff, da gehe ich davon aus. Und wer es im Podcast hört und sagt, ja, den Begriff verstehe ich gerade nicht, dann der hält kurz an und googelt. Das ist halt einfach, das googelt immer kurz und dann, aha. Ja, ich. Bei einem Politik-Podcast muss man das so machen. Das ist halt einfach, kann man nicht jedes Fremdwort weglassen. Motivation, keine Fremdworte, wirklich keine Fremdworte. Das ist super anstrengend. Du musst die ganze Zeit sozusagen zwei Vorträge oder zwei Gespräche in deinem Kopf führen und das ständig hin und her übersetzen. Und das ist leider, also das ist jetzt nur eine Meinung von mir, die kann ich nicht belegen, weil da gibt es keine Messungen zu. Aber ich denke, dass wenn die Veranstaltungen für Öffentlichkeit da sind, sind sie immer nur für gebildete Menschen mit höherem Schulabschluss. Ich kenne außer mir niemanden, außer dann sowieso Comedians, die dann irgendwie so die Leute einfangen, aber die lachen dann hauptsächlich drum, haha, die anderen sind dumm, ich bin nicht dumm, haha, so funktioniert ja Comedy, deswegen hasse ich das auch. Ich bin besser als die anderen, der spricht dumm, der sieht dumm aus, der ist hässlich. Aber Vorträge, die wirklich nur in einfacher Sprache stattfinden, kenne ich leider auch von den Klimaleuten nicht. Also ich fühle mich deswegen nicht besser oder so, ne? Überhaupt nicht. Ich wollte jetzt nur darauf eingehen, auf das, was du gesagt hast. Also Öffentlichkeit suchen die, aber das, was wir jetzt sofort brauchen, also heute Abend, nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht nach einem Antrag, ist, dass die Wissenschaftler ohne Fremdworte, ach so, und das Zweite ist, nur die Fragen beantworten, die die Leute stellen. Das vergessen die Kollegen und Kolleginnen auch immer. Die sagen das, was ihnen wichtig ist, kann ich auch verstehen. Aber das ist ja nicht das, was die Leute wollen. Die Menschen wollen ihre Fragen beantwortet haben. Ich habe das jetzt während Corona die ganze Zeit gemacht. Das war perfekt. Da kommt jeden Tag, auch heute, kommen Fragen, auf die kommst du überhaupt nicht. Also das heißt, wenn du das erzählst, was dir wichtig ist, ist schön. Aber wenn du dabei Fremdworte benutzt, hast du verloren. Weil nach dem ersten Fremdwort hast du die Leute verloren. Sofort. Auch wenn es Motivation oder Molekül, wie gesagt, ist oder Mikroskop. Und das Zweite ist eben, Stimmt, das muss man auch bei Politik-Podcasten in Kauf nehmen. Das muss man auch betrachten, dass man dann ist, wenn man zu viele Fremdwörter benutzt, das ist beim, ja, muss man natürlich auch gucken, dass man da, ja, vielleicht, ich habe schon in Kauf nehmen gesagt, vielleicht muss man es halt so ein bisschen, muss man gucken, ob man jeden erreichen würde, ob man über Politik reden würde. Das ist dann halt, wo man dann lieber die fünf
Leute behältst, die es gucken wollen und die dann auch, die es auch verstehen, oder ob man dann lieber auch die, ob man auch den Dummen ansprechen will, der es nicht kennt. Das ist so ein bisschen, versuchen wir das auch im Podcast, aber es ist halt, ich meine, wir sind auch nicht die Klügsten, wir sind auch keine, wir reden jetzt hier gerade von Marc Benecke, der ist, ich meine, dass der gerne, wenn wir über Politik reden, ich meine, wir reden auch nicht hochtrabend Dialektik, das ist, wir ist halt ein, unser Wissen, unser Politikwissen ist auch, ist auf dem Niveau unserer Zuschauer, das ist, ja, wir ist halt auch, ist halt, so viele Fremdwörter kennen wir auch nicht, das ist halt, ja. Am Ende des Tages will jeder doch das wissen, was ihn selber interessiert und nicht das, was der andere einem erzählen will. Deswegen, also ich komme nicht mal runter von meinem Hut, was? An der Öffentlichkeit. Also sie sind öffentlicher geworden, sagen wir so, aber vielleicht noch nicht verständlich genug. Aber das haben sie ja mit Politikern dann wahrscheinlich gemeinsam. Es ist ja bei uns auch nicht anders. Und das, da bringt mich auf einen Podcast, den du gehabt hast, eigentlich fast genau zu dem Thema, wo es um Fakten geht. Da sagst du nämlich, dass 25%, also ein Viertel, eigentlich ganz schnell raus sind, wenn Fremdwörter benutzt werden, wenn es ein bisschen mehr als ein normaler Satz ist, wo die meisten denken, das muss man doch verstehen, aber es tun eben nicht alle. Und dann kann man sie natürlich nicht erreichen, wenn es nicht verständlich ist. Das ist, glaube ich, der Kern. Ja, ich will es nochmal ausführen, wie dramatisch das wirklich ist. Das ist eine echte Studie. Also ich stelle seit 20 Jahren jeden Samstagmorgen eine wissenschaftliche Studie, die also winzig klein gedruckt ist, auf 20 Seiten. Das ist die Hölle, wirklich. Also echte wissenschaftliche Veröffentlichungen vor, jeden Samstagmorgen. Ich weiß wo. Gut. Und das kann man als Podcast heute holen und es läuft aber gleichzeitig eben live. Ach so, öffentlichen. Und davon habe ich was, da habe ich was gehört. Das habe ich natürlich. Stimmt, der Marc Benecke hat ja auch einen eigenen Podcast. Das ist ja. Der redet da auch selbst über seine wissenschaftlichen Sachen. Das hat selbst mich verblüfft. Und zwar, du hast es schon richtig gesagt, ich will es nur noch mal einengen und schärfer darstellen. Ein Viertel der Menschen, die sich völlig normal verhalten, die keinerlei Verhaltens- oder Wesens- oder sonstige Auffälligungen haben, können einen Wenn-Dann-Satz nicht verstehen. Die können die Verknüpfung zwischen Wenn und Dann nicht nachvollziehen. Und das ist die Ursache aller Probleme, wo wir so verzweifeln und denken, wieso verstehen die Leute das denn jetzt nicht? Die verstehen das nicht, weil sie eben diese Verknüpfung nicht können. Da muss halt drauf eingehen. Da muss sich was einfallen lassen, wie es ohne Wenn dann sei. Also wenn ich jetzt sage, wenn wir weiter so machen, so weiter CO2 ausstoßen wie bisher, dann passiert das und das, dann sind die praktisch raus. Richtig. Ja, und dann haben wir ein Riesenproblem. Genau. Also, das kann man nicht so, aber wenn wir es nicht erklären können, dann wird es natürlich noch schwieriger. Das ist halt schwierig, dann kannst du nicht über Politik reden, dann kannst du nicht in gewisser Weise, oder du musst einen Weg finden, wie du es machst, aber ist halt, ja, das ist schwierig, wenn du das so machst, dann kannst du nicht über Politik reden. Genau, und deswegen habe ich was Interessantes gelernt in den letzten, sagen wir mal, 3 Monaten. Mich haben vor allen Dingen Journalistinnen, erfahrene Journalistinnen, also sagen wir mal so 50 bis 70 Jahre alte Journalistinnen, die also schon viel gesehen haben und die nicht so wie viele Männer immer so Karriere machen wollen und einen auf dicke Hose und so, sondern die irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, ach, ich will das jetzt nicht die sind irgendwie ein bisschen gütiger und haben nicht so dicke Eier und so weiter, sondern mit denen kann man irgendwie vernünftiger reden manchmal. Und die haben mir gesagt, pass auf, Marc, es muss aber auch politische Lösungen geben. Und das haben die immer gesagt. Und ich habe mich total aufgeregt und habe gesagt, nein, jeder muss selbst anfangen. Es gibt nur einzelne Menschen. Und wenn die einzelnen Menschen nicht aufhören, Tierprodukte zu verwenden, heute Abend, dann wird es halt nicht passieren. Dann haben gesagt, ja, Marc, aber was du nicht verstehst und was wir im Laufe unseres Lebens gesehen haben, ist, es gibt unheimlich viele Menschen, die brauchen die gesetzlichen Regelungen. Und da habe ich gekämpft, wirklich mit flammendem Schwert dagegen. Aber jetzt weiß ich, warum die das gesagt haben. Die haben nämlich recht, das ist für das Viertel der Leute, die wenn dann nicht verstehen. Die verstehen nämlich nur, es gibt ein Gesetz, basta. Ja, könnte auch in unserem Podcast anhören, da habe ich mich auch mit Marc Benecke ein bisschen bei dem Thema ein bisschen gezankt, da habe ich auch so ein bisschen, Ja, und ich glaube, es gibt aber, da würde ich sogar, ich würde denen recht geben, leider, aber es sind dann noch mehr als dieses Viertel, es sind nämlich auch die es zwar verstehen und trotzdem
so handeln und nicht ihr Handeln ändern, obwohl sie es genau wissen, was das für Auswirkungen hat, weil sie sagen, die anderen machen es ja auch. Meinst du, das liegt nur daran, die sozusagen die bequeme Ausrede sagen, andere machen es auch? Oder weil für mich ich bin doch selber so. Ich bin doch selber so. Solange das sozusagen, ich fliege jetzt Inland nicht mehr, aber zu voll, um zu handeln. Ich mache das mit anderen Sachen. Ich rechtfertige das, indem ich sage, es ist nicht verboten, andere machen das auch und es nützt doch nichts, wenn ich das mache. Ah, ich verstehe. So, und das ist natürlich auch bei dir. Das ist das eigene Ding zum. Um sich selbst das gut zu reden, das Ding halt einfach ist halt. Das ist, weil die Argumentation, warum der Fleisch frisst, das ist halt. Das Schwein wäre sowieso gestorben. Das ist halt. Ob ich das jetzt esse oder ob das der Nachbar ist oder so, das ist dann. Ich meine, das ist. Was bringt das schon, wenn ich jetzt aufhöre zu essen? Das ist der Nachbar isst immer noch. Das ist halt. Da kann ich auch Bibel hängen. Ich meine, das ist generell immer das Grundproblem mit den Menschen. Das sehe ich auch bei mir selbst, auch mein eigenes Problem. Was kann ich schon alleine ausrichten? Wie kann ich denn alleine die Welt verändern? Wenn ich damit aufhöre, das ist dann noch nicht. Dann hören doch gleich nicht die anderen damit auf. Denen, die es verstehen so. Und bei dem Viertel, das würde ich jetzt sogar noch dazu holen, das ist jetzt, was ich lerne. Bin ich Teil davon. Ist das natürlich erst recht so. Kriegst du auch nicht raus aus meinem Kopf. Ich bin überhaupt nicht dagegen, ich finde es super. Ich weiß, dass ich den Fehler habe, aber ich krieg's auch nicht. Das ist halt einfach, vielleicht wurde ich auch einfach so erzogen. Ich wollte auch einfach, das ist auch wieder eine Ausrede. Auch wieder so eine klassische klassisches Ding. Heißt auch nichts, aber ist halt, ja, in gewisser Weise so Gewohnheiten, ist halt schwierig dann abzulegen. Wenn man halt sein Leben lang Fleisch gegessen hat. Und ich finde es auch wichtig, dass wir bei uns selber anfangen und bei unserem Nachbarn und bei unseren Eltern und was weiß ich. Also, aber ohne Regeln in der Politik wird es sozusagen nicht, oder brauchen wir viel zu lange, um Entwicklungsschritte zu gehen, die uns dann vielleicht retten. Das dauert einfach viel zu lange. Ne? Das kann man sehr angucken. Es gibt ja nachhaltigeres Verhalten bei bestimmten Leuten. Aber erstmal muss man sich's leisten können. Manchmal ist das eine Ausrede, aber erstmal muss man sich's leisten können. Und diese Entwicklungsschritte, die sind viel zu langsam mit dem, was auf der anderen Seite passiert. Das ist so ein bisschen, ohne dass ich jetzt Wissenschaftler bin, meine Lesart so ein bisschen. Ja, aber mit dem leisten können, das finde ich insofern für die wichtigsten Schritte, die jeder sofort jetzt heute machen kann, die sind eigentlich eher Geld, die sparen eher Geld, weil insbesondere, wenn du kannst ja 3/4 der Landfläche wieder freigeben, also einfach wieder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes freigeben, wie eine Befreiung aus dem Gefängnis, kannst du das Land wieder zurückgeben in der Natur. 3/4, das muss man sich mal vorstellen, auch mindestens 3/4 des verbrauchten Wassers, unvorstellbare Mengen, durch pflanzliche Ernährung, und die ist super billig. Also du gehst zum, selbst beim Rewe oder bei, weiß ich nicht, beim Alnatura oder was jetzt so als besonders teure Läden gilt, selbst da kostet der Beutel von den billigsten Erbsen und vom Blumenkohl kostet nichts, oder zumindest nicht so viel, dass sich das nicht jeder leisten kann. Ich sage das als jemand, der das genauso macht. Ich kaufe immer die billigsten Sachen und wir kommen mit lächerlichsten Beträgen über die Runden. Und vor allen Dingen, wenn da auch noch regional, manche bieten ja regional auch noch an, was ja besonders energiesparend ist, auch besser als Bio übrigens häufig, dann kostet das noch eigentlich, ja, weniger will ich nicht sagen, aber es kostet wenig und spart besonders viel. Also ich denke, diese Geschichte, dass das angeblich teuer ist, das ist, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist vielleicht... Irrglaube bei Menschen. Das ist es, ein Irrglaube. Nur teuer, wenn du Bioprodukte kaufst, aber Bioprodukte sind ja gar nicht immer besser. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Vorurteil. Ne? Dann hat man die Bio-Avocado, die aber unglaublich viel Wasser verbraucht hat, die in Südamerika irgendwo großgezogen ist, verschippert wurde und so weiter. Und man hat dann irgendwie ein gutes Gewissen, weil man diese Bio-Avocado gekauft hat, anstatt irgendwas, was regional und vielleicht nicht bio ist, günstiger ist und bei Weitem nicht den Umweltschaden hat. Da gebe ich dir recht. Und trotzdem gibt es eben auch diese... Also ich merke das schon manchmal, eine gute Freundin hat das zu mir gesagt, und das stimmt zum Teil auch, dass schon unser System ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass, wenn man versucht, nachhaltig zu leben, dass es manchmal zumindest kompliziert ist und auch manchmal teuer ist.
und dass, wenn man zerstörerisch lebt, es häufig günstig und einfach ist. Es wird einem vor allen Dingen einfach gemacht. Ja, aber nur in einzelnen Bereichen. Wirklich, Marco, ich glaube wirklich, dass das eine Ausrede ist, weil ich weiß zum Beispiel bei Plastikverbrauch, da gibt es ja schöne Experimente von Leuten, die so ein Jahr Plastikabstinenz und sowas machen, also kein Plastik benutzen ein Jahr lang, dass die in unheimliche Schwierigkeiten kommen. Das wird nicht unbedingt immer teurer, wahrscheinlich auch, weil die in Unverpacktläden gehen, die im Moment noch teurer sind und so. Okay, das kostet Zeit, ne? Genau, aber der entscheidende Schritt, muss ich, das möchte ich als Biologe sagen, der die ganze Zeit die Studien da zusammensammelt und auch die Biologen total Feuer unterm Arsch macht. Ich fahre zu den Kongressen, zu den Fliegenkundler, Fliegenkundlerinnen-Kongressen und so weiter, wo nur die super Nerds sitzen und ich bin der Einzige, der Feuer macht wegen der ganzen Ökozid-Sache. Die anderen sind alle so, ja, der Marc, ja, ja und so, ne, der hat ja auch Tattoos und so. Das interessiert überhaupt gar keinen. Und die Umstellung auf pflanzliche Ernährung ist der Schritt, bei dem du wirklich... Der Tattoos, deshalb kann man den nicht ernst nehmen, das ist halt... ja. Das Vorurteil gibt es leider, es klingt witzig, aber das Vorurteil gibt es leider immer noch. Das ist halt Tattoos und das Signetab ist drin. Der ist nicht ernst zu nehmen. Dann hinterher immer noch sagen kannst, okay, das mit dem Plastik kriege ich jetzt nicht so gut in den Griff, das wird mir zu teuer oder ich habe keine Unverpacktläden oder dann muss ich es mir schicken lassen mit dem Lieferdienst oder so. Aber die pflanzliche Ernährung, die im privaten Bereich die Hauptsäule ist, die kann jeder heute Abend durchführen. Und wenn dann, was die Leute von Fridays oder du und viele andere mit aus verschiedenen Blickwinkeln halt sagen, wenn man das dann noch dran stellt, also Energiewende-Sachen und grundsätzliche politische Strukturänderungen, Korruption, was dein Thema auch viel ist, ne, und so zu verhindern und Filz und Klüngel und Scheiße. Aber diesen ersten Schritt kann jeder machen und der ist weder schwierig noch teuer noch sonst irgendwas. Also das heißt, wenn jemand das einfach sagt und dann gleichzeitig sich aber nicht pflanzlich ernährt, obwohl das am meisten Wasser, am meisten Land, am meisten Ressourcen, am meisten von allem spart, dann kann ich nicht folgen. Also das ist mir irgendwie nicht, raff ich nicht. Ja. Also deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, genau immer nur zu sagen, so und so und anders zu leben. Aber ich glaube, aber es darf sich eben nicht ausschließen. Ich glaube, am Ende müssen wir auch, wenn du Inlandsflüge nicht verbietest, wenn du Kreuzfahrtschiffe zumindest mit dem Energiedings nicht verbietest, dann wird es gemacht werden. Dann wird es immer gemacht werden. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann beides. Boah, aber kommen wir nochmal zu dieser Ökozidfrage zurück. Wir hatten zusammen ja eine Videokonferenz auch. Leuten aus der Partei Die Partei, aber auch Wissenschaftlern und Leuten aus der Klimabewegung. Und das, was du gerade sagtest, da würde ich nochmal nachbohren. Das ist, glaube ich, nicht nur dann, wenn du dich mit anderen Biologen triffst, sondern ich glaube, diese Ökozidfrage ist so ein Randthema weiterhin. Also die Klimafrage ist zumindest sehr prominent geworden. Auch natürlich nochmal durch die Klimabewegung, aber generell wird einfach ganz anders darüber diskutiert. Aber dass gleichzeitig wir mitten in einem großen Artensterben leben. Du hast gerade das Wort auch Insekten gebracht. Das ist ja, also da ist es ja fast dramatisch. Und da kannst du ja sogar jeder nachvollziehen. Es wird ja häufig psychologisch gesagt, naja, wir kriegen das ja gar nicht mit, wenn irgendwo eine Art ausstirbt. Aber jeder kriegt mit, der Auto fährt, wie das mit den Insekten ist in Deutschland und überall. Also wie viel auch an Masse. Es sind ja nicht nur die einzelnen Arten, die sterben, sondern es ist auch die Biomasse, die wegstirbt an Insekten. Warum ist das nicht das große Thema? Weil eigentlich gehört es zusammen und gerade das haben wir versucht, bei der Videokonferenz auch nochmal deutlich zu machen, dass man es zusammen behandeln muss und auch, dass es auch geht, ne? Dass es ja um Flächen geht, dass es um Schutz geht und dass natürlich dann auch CO2 einsparen würde, wenn man da viel stark dran geht. Gerade die Vernichtung der Wälder, der Artenvielfalt macht ja sozusagen, beschleunigt ja den Klimaprozess. Genau. Aber warum ist das nicht so ein Thema? Ist nicht so sexy? Weil Menschen Raubtiere sind, denen der Rest der Welt scheißegal ist, egal wie viel Zuckerstreusel sie durch eine Spende ans Rote Kreuz oder ans SOS Kinderdorf am Ende des Jahres darüber streuseln. Das ist der Punkt. Mensch ist ein egoistisches Raubtier. Also ist mich selbst eingeschlossen. Ist halt Scheiß auf die Umwelt. Ich will mein Steak. That's it. Menschen sind absolute Arschlöcher
die sich einen Dreck um den Rest der Welt scheren, solange sie davon nicht direkten persönlichen Profit haben. Das ist leider so, weil es sind nämlich nicht nur die Insekten, wie du schon richtig sagst, sondern es sind auch massiv die Singvögel. Das kriegt auch jeder mit. Du konntest in den letzten Jahren, konntest du teilweise, habe ich selber gemacht, also ich rede jetzt nicht von Blabla, sondern ich habe selber gemacht, ich bin in Wälder gegangen, wo kein einziger Vogel mehr zu hören war, über einen Zeitraum von 3-4 Stunden, zu einer Zeit, wo die normalerweise singen, wohlgemerkt. Ne? Also jetzt nicht zu der Zeit, wo die... Dann Amphibien, da ist es mittlerweile so, wenn du mit den Kollegen redest und den Kolleginnen, ich mache bei einer Zeitschrift mit an Harvard University, da verleihen wir einmal im Jahr vor den echten Nobelpreisen die Ig Nobelpreise. Und da ist einer dabei, der war sehr, sehr lange mit dabei und hat mit Kröten und Amphibien und so gearbeitet. Mit dem kannst du nicht mehr reden, der heult, wenn du darüber reden willst. Also wirklich, der sagt, anfangs hat er noch gesagt, I'm a curmudgeon, also ich bin so ein Griesgram geworden. Und jetzt mittlerweile ist das so wie, okay, wenn ich jetzt ein Wort sage, dann heule ich gleich. Also Amphibien sind super krass, kann man gar nicht anders sagen. Es sind Massenvernichtungen, wie nie gesehenen Ausmaßes. Insekten, dann, was vielen Leuten auch einfach scheißegal ist, ich meine, Tiger, Koalas und so, okay, vergiss es, das sind eh nur noch Löwen, das ist eh nur noch Unsinn. Aber die Elefanten zum Beispiel, die vermehren sich wie die Verrückten, wenn du die einfach in Ruhe lässt. Die brauchst du nur in Ruhe lassen. Da brauchst du nur ein Naturschutzgebiet zu haben, Elefanten, paar vermehren die sich. Die werden wahrscheinlich, also nach der aktuellen Rechnung, die ich gesehen habe, wird es 2050 praktisch überhaupt keine mehr geben. Ein Zeitpunkt, zu dem auch schon die Küste der Niederlande, Bangladesch, Hamburg, Bremen und so weiter, alle schon unter dem Meeresspiegel liegen werden, 2050, nach den besten Berechnungen mit den neuesten Daten. Nicht Blabla, kein... Wow. Können wir Strandurlaub in... Strandurlaub in Sachsen, 2300. Strandurlaub in Sachsen, oh Mann. Das ist... Ich lache drüber, aber es ist gar nicht... Und es ist... Mein Geigen, das ist nicht lustig. Das ist ein Leipziger Strandurlaub am Meer. Horrorgeschwätz. Also ich denke, dass das Grundproblem, warum das keinen interessiert, obwohl es in allen, bei allen Lebewesen, von Wirbeltieren bis zu den wirbellosen Tieren, ach so, Regenwürmer, ist auch ein Riesenproblem. Die Regenwürmer werden immer kleiner. Ohne Regenwürmer gibt es überhaupt keine Landwirtschaft mehr. Da kannst du Kunstdünger drauf gießen und Gülle aus. Es ist Hamburg, was liegt unter Hamburg? Das ist Hamburg, wenn Hamburg vom Wasserspiegel versteckt ist, das ist halt. Erstmal ist Berlin dran irgendwann. Ist auch ein bisschen weit weg. Berlin am Strand. Boah. Heißt auch, aber Hamburg, ich verstehe, ich bin geografisch nicht so, das ist, lass uns nicht drüber reden. Das soll mich ein Schwein stellen, die so viel du willst, dann passiert halt nichts mehr. Dann kannst du nur noch Tomaten essen, die auf Watte wachsen, und Gurken, die kannst du auch auf Watte wachsen lassen und so mit ein paar Nährstoffen, aber dann gibt es nichts mehr. Dann ist das wie bei Blade Runner 2000, was war das, 48 oder 49, der gerade lief. Und ich habe keine andere Erklärung dafür. Also im Angesicht dieser Tatsachen, die jeder Mensch sofort wahrnehmen kann, oder die ganzen Psychopathenwiesen, auch Richtung Bundestag, wenn du vom Hauptbahnhof in Berlin zum Bundestag rübergehst, zum Reichstag, diese Psychopathenwiesen, warum, da ist ein so ein Fleckchen, wo ein paar Pflanzen hochwachsen dürfen, da steht dann noch so ein Schild so, ja, das ist ein Probegarten. Was ist das für eine Scheiße? Das ist ein Riesengelände, was man komplett einfach, du brauchst nichts zu tun, du lässt es nur in Ruhe. Ja, ja. Schon das erlebe ich auch. Das ist doch, da sind wir doch eigentlich, wir sind doch eigentlich Extremisten. Also das, was man so als Mitte oder sieht, ich finde, das ist irgendwie Extremismus, weil, also wir lassen es einfach nicht in Ruhe. Selbst da, wo wir eben keine Wohnungen, Häuser, sonst was gebaut haben, es werden überall die Rasen gemäht. Ich sehe das in meinem Bereich. Da, wo kein Mensch durchgeht, trotzdem wird der Rasen 6-mal im Jahr oder 7-mal im Jahr gemäht. Naturextremisten, Umweltextremismus. Okay. Nee, damit er schön kurz ist und damit er nichts wächst und damit er nichts lebt. Wenn man das einfach wachsen lassen würde, da würde ja schon eine Menge passieren. Auch was ich in dieser Videokonferenz auch gelernt habe, wusste ich nicht, dass es mehr Vorgärten gibt an Fläche zusammengenommen als Nationalparks. Das muss man sich mal vorstellen. Und genau diese Vorgärten, die man ja alle dann hegt und pflegt, am besten noch mit Steinen,
und Unkrautvernichtungsmittel reinpackt. Also wenn man das schon leben lassen würde, da wird ja schon eine Menge passieren. Aber nicht nur das, das ist sogar noch krasser. Selbst wenn du die bunt bepflanzt, sind fast alle Pflanzen, die du im, weiß ich nicht, Gartencenter oder wie das heißt, kaufst, sind überhaupt nicht geeignet für die örtlichen Tiere. Also deswegen, das Verrückte an der Sache ist, weil dein Thema ist ja immer System, grundsätzliche Systemveränderungen. Ne? Das soll ja auch nur hübsch aussehen, das soll ja auch nur hübsch, das soll ja nicht, das soll ja deiner Natur nicht helfen, das soll ja nur für dich zuschauen und gut aussehen. Das ist ja halt, das ist der Punkt, das ist halt. Er hat selbst gesagt, der Mensch ist ein Raubtier, ein egoistisches Raubtier. Das ist, der Vorgarten soll ja nicht schön aus. Der Vorgarten ist ja nicht dafür da, dass da Tiere vielleicht von fressen können oder dass da irgendwas gedeihen soll. Das soll ein schönes Bild für dein Auge sein. Die Natur soll hübsch für dein Auge sein. Das soll sich da anschmeigen an dein, das soll ein schönes Gefühl für dich bringen. Nichts anderes ist das. Für nichts anderes ist das. Da. Ist, du bräuchtest einfach gar nichts machen. Das ist das Irre zum Thema Extremismus, was du gerade sagst. Also du brauchst weder irgendwelche Pflanzen im Gartencenter kaufen, noch musst du dir irgendeinen Mähplan machen oder sonst was. Das Einzige, was du tun musst, ist nichts tun. Da bin ich gut dran. Und ganz günstig und trotzdem wird es nicht gemacht. Also das da bin ich dabei. Nichts tun, da bin ich mit dabei. Das kann ich gut. Das ist also in dem Punkt... mich verändern, mich was anderes machen, mir was abgewöhnen, meine Gewohnheiten ändern. Ich habe leider keinen Vorgarten, aber ja, wenn ich einen hätte, würde der wuchern, allein schon deswegen, weil ich nichts tun würde. Also nichts tun kann ich sehr gut. Da bin ich Profi drin, nichts tun. Das ist zum Beispiel, also nochmal, um an mein Gebiet dazu kommen, weil da gibt es dann so diese Hausgemeinschaft, dann zahlst du ja so ein Hausgeld. Und da wird dann so ein Gartendienst angestellt, die das eben alles mähen. Erstens, es macht Krach, dann kommen noch die Laubbläser und hast du nicht, es macht alles Krach. Es kostet Energie, es kostet Zeit. Und wenn du nichts machen würdest, wäre es günstiger und alle hätten was davon. Und trotzdem wird es so gemacht. Das heißt, da hast du natürlich auch recht, nochmal zu der Diskussion vorher. Also wir sind doch eigentlich absurd, dass wir was günstiger für uns alle wäre, ne, wo es ja sonst immer um jeden Cent geht, nicht zulassen, weil wir irgendwie meinen, der Rasen muss kurz geschnitten werden und das muss so und so aussehen. Ja, und deswegen denke ich halt, dass die einzige Lösung ist, weswegen ich halt unheimlich gerne bei Fridays, Extinction Rebellion und allen anderen mitmache und das auch veröffentliche. Also ich stelle die Fotos auch immer ins Netz und so weiter, damit die Leute wirklich nicht sagen können, ja, der Markt, dann hat er sich vielleicht mal informiert oder so. Ich habe mich da nicht informiert, sondern ich habe da mitgemacht. Und das möchte ich auch, dass jeder, der sozusagen jetzt mich googelt oder irgendwie quer sieht, dass der das auch wirklich oder die wirklich sieht. Und Ich habe jegliches Vertrauen verloren, wie halt eben meine Eltern, die eben an die Generation aus dem Krieg nicht geglaubt hatten, die gesagt haben, jeder über, je nachdem, 30 oder so, könnte halt im Krieg Schweinereien angestellt haben und jetzt einfach nicht mehr drüber reden. Genauso habe ich jedes Vertrauen an die, sozusagen meine Generation komplett verloren und rede auch mit denen nicht mehr über diese Themen. Das interessiert mich nicht mehr, weil ich kann es nicht mehr hören. Und es ist eigentlich dieses selbe, ich würde es schon fast Schweigen nennen. Es gibt ein super Video von den Eltern von einem der RAF-Terroristen. Die RAF war eine terroristische Organisation, die halt sagen. Auch irgendwelche... Jetzt aber nicht den Holocaust mit... Ich habe nicht daran geglaubt, dass Mark Benecke wirklich macht, aber es klang gerade hart danach. Das ist Schweigen, dasselbe Schweigen. Und es nicht den Umweltschutz müssen mit dem Holocaust vergleichen. Nein. Ich will es Ihnen nicht vorwerfen, aber es klang gerade ein bisschen. Es ging gerade so ein bisschen in die Richtung, es klang gerade für mich so ein bisschen so. Es ist dasselbe Schweigen wieder. Ich hoffe nicht, dass das jetzt den Weg bringt. Dann bin ich raus. Das ist also Extremismus in allen Ehren. Umweltextremismus in allen Ehren, aber da bin dann ich als Antifaschismus-Extremist raus. Nein. Welches Programm hatte und die haben die Leute sehr verängstigt. Wollte er bestimmt nicht sagen, aber. Nein. Und hat mit einem von den bekanntesten von den Terroristen ein Interview gemacht. Die kamen aus dem Krieg. Und die sitzen halt an ihrem Eichentisch, gucken den Filmemacher an und dann sagt der Filmemacher relativ unerwartet, was haben Sie eigentlich im Krieg gemacht? Und dann sagen die einfach gar nichts. Und du merkst richtig, wie sie körperlich
nicht geistig, natürlich ist es in Wirklichkeit nervlich, aber sie können nichts sagen. Und er lässt die Kamera einfach laufen und die gucken ihn an und dann sagt man sich, okay, jetzt verstehen wir, warum der Junge Terrorist geworden ist. Weil egal, was der jemals seine Eltern gefragt hat, die konnten ihm nicht antworten, weil sie wussten, was sie für eine Scheiße gemacht haben. Und genauso ist das mit meiner Generation. Jeder von den Leuten weiß, was sie für eine Scheiße bauen. Sie wissen das ganz genau. Und trotzdem kommen die ganzen blöden Ausreden und deswegen wäre meine Idee, wenn wir über Lösungen reden wollen, wäre sich einfach komplett auf die jungen Leute zu konzentrieren, was ich auch mache, die jungen Leute, also Leute, die jünger sind, und so mache ich es auch. Ende. Der Rest interessiert mich nicht mehr. Ich habe das abgeschrieben. Das ist wie die Kriegsgeneration. Ich kenne sie ja noch. Mein Großvater war ja selber. Lass sie sterben, die Alten. Muss man sich nicht mehr drum zu kümmern. Das ist halt noch mit den Jüngeren reden. Das ist weg mit denen. Weg mit den Alten. Sachten Alter. In bei Operation Barbarossa dabei. Also richtig, richtig hart. Du hast keine Silbe von ihm gehört. Okay, dann halt nicht. Dann ist es halt der liebe Opa, mit dem spielt man halt und kannst du nicht so machen. Klingt jetzt sehr hart, aber also ich habe es ja noch nicht abgeschrieben, aber wir gehören ja die gleichen Generationen an. Und im Prinzip werden wir jetzt langsam alte weiße Männer. Im Prinzip redet er gerade mit einem alten weißen Mann. Er redete gerade mit seiner Generation. Dann bin ich gemacht gerade hier. Das ist halt eher. Ja. Das muss man ja auch so sagen, aber ich verstehe, was du meinst. Und im Endeffekt ist es genau die Generation, also unsere Generation, die es dann versaut hat. Ich finde es übrigens, um den Bogen nochmal zu spannen, auch nochmal zur direkten Politik, Merkel wird ja immer hochgelobt wegen ihrer Wissenschaftlichkeit und Sachlichkeit. Ich frage mich, wo die bei dem Thema Klima, Ökozid und bei den ganzen Fragen geblieben ist. Weil eigentlich sind es ihre Regierungen, die es am Ende versaut haben. Also diese Generation. Das muss man einfach feststellen. Und deswegen liegt auch meine Haupthoffnung wirklich bei den Jüngeren, die ja einfach auch noch ein bisschen länger auf diesem Planeten leben wollen, das zu verändern. Und ich befürchte auch, so viel werden sie von uns da nicht bekommen. Ja, sagen wir mal so, um nochmal kurz, das weiß ich nicht, also wenn jetzt Leute die Sendung hier nur gucken, weil sie mich kennen und noch nicht wissen, was du machst, will ich das nur mal kurz sagen. Also hier geht es ja darum, grundsätzliche Veränderungen mal, die nicht immer nur Feinschrauben sind, durchzuführen. Und ich glaube, das ist so, dass Frau Dr. Merkel, was ich nicht jetzt lustig meine, sondern die hat eine sehr krasse Doktorarbeit geschrieben und hat richtig Ahnung in einem der schwierigsten Fachgebiete, die es in den Naturwissenschaften gibt, also physikalische Chemie, das ist wirklich echt krass, wirklich krass. Also das ist bei ihr wirklich, glaube ich, was anderes und bei allen anderen, wenn du mal überhaupt Naturwissenschaftler hast, die aus, sagen wir mal, aus den harten Naturwissenschaften kommen, du kannst dich natürlich in dem politischen Gebiet, sage ich als jemand, der jetzt, obwohl ich Landesvorsitzender bin und so, aber ich meine, ich sitze nicht wie du in den Ausschüssen und im Bundestag und ärgere mich dann rum, zwischen dem, was ich gerne möchte und dem, was dann da passiert, sondern ich lache einfach drüber und heiz die Leute an und peitsche sie und mache ihnen Feuer unterm Arsch. Also die müssen Machtpolitiker sein und Machtpolitikerinnen, um halt an ihrer Macht zu bleiben und das frisst dann alles andere auf. Mehr ist das, glaube ich, gar nicht. Das habe ich schon sehr, sehr oft in meinem Leben gesehen. Also das ist nämlich der Systemfehler. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn jetzt alle Bürgerinitiativen, Bürgerbewegungen, die aber rechtlich wirksam sind, fordern, weil immer dann, ich kann da mal ein Beispiel zu sagen, für die das nicht wissen, es gab zum Beispiel eine sehr gute Bürgergruppe, die aber rechtliche Wirksamkeit hatte, die entscheiden sollte, wie das weitergeht mit Homo-Ehe und so weiter in einem sehr katholischen Land in Europa. Und die haben dann zum Beispiel gesagt, ja, ne, das machen wir und so. Ich glaube, dieses Delegieren mit Entscheidungswirksamkeit oder Entscheidungszusage an Bürgergruppen, was ja auch manche Leute aus der Klimabewegung sehr stark fordern und aus der Umweltbewegung, das wird die Lösung sein. Weil ansonsten, wie du sagst, sonst geht es halt so wie jemand, Angela Dr. Merkel weiß ganz genau, was los ist. Aber die Merkel ist eine Ding, die Merkel hat doch schon gesagt, dass die Merkel ist ein. Die trägt den Doktortitel nicht umsonst. Also das muss man, auch wenn er in der Regierungsarbeit ist, ein bisschen was anderes. Ist ein bisschen was anderes als eine Doktorarbeit, aber ja, das ist durchaus eine kluge Frau, kann man nicht aberkennen. Sie kann es wegen dem Machtding nicht durchziehen.
Also dann wird es genau, dann wird es eigentlich fast noch schlimmer, wenn selbst so eine an der höchsten Position, die wir politisch haben, das nicht verändert und das nicht durchsetzt, dann liegt sie ja am System und dann muss dieses politische System verändert werden. Ja. Und genau, da brauchen wir Ergänzungen wie diese Bürgerinnenräte, übrigens auch deswegen, um mehr die Bevölkerung abzubilden, weil 84% Akademiker im Bundestag scheinen ja eben nicht mehr die Bevölkerung zu spiegeln und auch nicht mehr zu vertreten. Und von daher auch deswegen wichtig. Und ich glaube auch sogar, dass dann, wenn man zum Beispiel so einen Klimarat und Klima- und Ökorat, wie ich den ja nennen würde, also weil und da hätte man, glaube ich, nochmal einen anderen Zugang. Aber jetzt nochmal von dem wichtigen Themen zu den unwichtigen Themen Parteien, doch nochmal zum Schluss. Da kenne ich eine sehr gute, wenn man wählen kann, wo drei von uns hier drin sind. Genau, du bist Landesvorsitzender und du bist so im Prinzip auch so mit das prominenteste Mitglied, nicht nur auf NRW-Ebene, von der Partei. Wie bist du denn dazu gekommen und siehst du auch da eine Verknüpfung? Weil du hast gesagt, du machst dann, also du lachst dann darüber und du peitschst dann ein. Ist das genauso der Auftrag, den du siehst bei der Partei? Oder wie würdest du sie charakterisieren und wie bist du dazu gekommen? Ja, also erstmal zum Auftrag. Also wenn ich was zu sagen hätte, ne, ich will ja nichts zu sagen haben. Also ich bin ja dieser komische Staatenlenker sozusagen, der mit Absicht nichts macht. Da bin ich auch ganz gut drüber, dass deshalb bin auch nicht engagiert in der Partei. Ich mache meinen Scheiß online. Ich mache ein bisschen Werbung. Ja. Habe ich vergessen einzublenden. Warum war es denn? Okay, oder auch nicht. Nur zuguckt. Das gibt es im Marvel-Universum. Gibt's so, zum Glück bin ich großer Comic-Liebhaber und habe schon als kleines Kind gelesen, dass es immer verschiedene Stufen von Eingriffen gibt und die mächtigsten und coolsten sind die, die sich nicht einmischen. Also das mache ich. Also. Und, ja, ich mache hier meinen Partei-Podcast. Ich mache ein bisschen Werbung mit, mache so ein bisschen ab und zu mal so ein paar Unterschläge, Kommentare irgendwo mal bei YouTube-Videos Kommentare schreiben. Mit einer sehr gute Partei und so ein bisschen Videos machen und so ein bisschen ja, ein bisschen indirekten Wahlkampf machen, so Internetwahlkampf, aber ist halt so, ja. Ich bin, habe ich schon gesagt, ich bin Profi, nichts tun. Ich bin ein sehr guter Profi. Nichts tun, ich mache nichts. Deswegen. Aber alles checken, ne? Ja, genau. Ich möchte aber nicht mächtig und cool sein, so ist das nicht gemeint, sondern ich will nur sagen, das geht auch, das vergessen viele, dass man sozusagen die Informationen sammelt und dann durch sehr kleine Weichenstellungen sehr große weitere Wirkungen erzeugt. Und ich mit dem Lachen, das war das Erste, das habe ich schon immer gelernt als Kind. Also ich bin halt ein totaler Schwächling. Ne? Also wer mich kennt, weiß, meine Mitarbeiterin, die im anderen Labor sitzt, die könnte mich mit einem kleinen Finger wahrscheinlich umschnippen, weil die Sport macht und ich nicht und so. Und dafür sieht er aber verdammt gesund und fit aus, vielleicht wegen der Ernährung. Dafür, dass er keinen Sport macht. Ich mache auch keinen Sport. Ja, groß wie breit. Ich, aber meine Ernährung ist auch dementsprechend, ja. Ich, auch sonst bin ich, also die Leute mochten mich, ne? Ich war immer Klassensprecher oder Schülersprecher und dergleichen, aber so irgendwie beim Sport wollte mich jetzt keiner dabei haben oder sonst irgendwo. Also du bist nicht als körperliche Gefahr, zumindest geht von dir nicht aus. Nee, und auch sonst nicht. Auch sonst keine Gefahr, also auch keine strukturelle Gefahr, ne? Das mache ich nicht. Naja, jedenfalls... Und dann habe ich gelernt, dass was Menschen, die sehr eitel und machtbezogen sind und die glauben,
ihr kleines Leben, diese eine Runde, die sie auf diesem Planeten haben, die ihnen irgendwer geschenkt hat und sie haben nichts dafür getan, die wäre irgendwie ernsthaft mit Macht, Geld und sonstigen Dingen zu füllen, obwohl am Ende alle gestorben sind. Ne? Wladimir Iljitsch Lenin ist tot und jetzt könnte ich den ganzen Tag noch alle anderen aufzählen, die alle tot sind. Egal wie viel, wie geil sie waren, wie viel Macht sie haben, wie viele Männer, Frauen, Autos und sonst was sie hatten. Fuck it. Ne? Und das ist das, die haben aber Angst vor... Es kommt im Leben drauf an, Weisheit, willkommen bei Weisheit mit 2G. Es kommt auf eines nur im Leben drauf an, dass du Spaß dabei hast, dass du verdammt nochmal lachst und Spaß dabei hast an einem. Es ist egal, ob du erfolgreich bist oder ob du irgendwie mächtig bist oder cool oder beliebt bist. Solange du Spaß dabei hast, ist das, ja, scheiß drauf. Also solange du Spaß hast, ist es. Du musst dein Leben leben. Es klingt nach so einem Kalenderspruch, aber es ist wahr. Es ist halt, du musst halt mit dir selbst klarkommen und mit deinem Leben und die Sachen suchen, bei denen du Spaß hast. Und es ist halt, du musst halt dein Leben aushalten können. Das ist das Einzige, wo es drauf ankommt. Und wenn was nicht Spaß macht, dann ja. Ich weiß nicht. Wozu Macht haben, wenn du ein schlechtes Leben hast und keinen Spaß und keine, wenn es dir mies damit geht und du, ja. Vielleicht sagt er gleich Ähnliches, aber ja, so sehe ich das. Ausgelacht zu werden, Spaß, ist auch klar, warum, aus biologischen Gründen, weil sie dann natürlich Status in der Gruppe verlieren, wenn sich jemand traut, sie auszulachen. Das ist das eine, deswegen finde ich das super. Du musst natürlich in Kauf nehmen, dass du dann richtig ein paar reinbekommst, aber meistens passiert es nicht. Also gerade bei Nazis oder so, ich bin da total schmerzfrei und die haben mir noch nie einen auf die Glocke gehauen bisher. Ich meine, das kann natürlich noch passieren. Mhm. Es kommt doch bei dem, was ich so in Videos und im Podcast gesagt habe und in Texten im Internet, bisher wurde ich auch noch nicht auf der offenen Straße verprügelt, aber es ist halt so, was ich so schon in Richtung rechts gehauen habe, das ist schon, ja, bisher ist mir noch nichts passiert. Wenn man rangeht, aber wenn du das freundlich und sagen wir mal, lächelnd machst, ohne sie jetzt anzugreifen, dann geht es natürlich sofort zur Sache, das ist ja klar. Aber das erstaunlicherweise ist das bisher gut gegangen. Und das Zweite, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte eigentlich, wie ich fand, einen schrägen Witz machen. Wir haben an meinem Lieblings-Tattoo-Studio, wo ich mein erstes Tattoo bekommen habe, haben wir die Parteizentrale gemacht mit Tattoo Dieter. Das ist ein unfassbar mürrischer, harter, krasser Typ aus der ganz, ganz alten Schule. Und der hat mich irgendwie lieb, ich weiß nicht warum. Und er hat gesagt, hier können wir die Parteizentrale machen. Das ist in einem Teil von Köln, in dem ein sehr bekannter deutscher Gesundheitspolitiker antritt. Und dann haben wir gedacht, das ist doch lustig. Dann trete ich Pfeife rauchend und Zigarre rauchend, als Gesundheitspolitiker dort an. Einfach so als kleiner Scherz. Und dann passierte sehr, sehr schnell was sehr Interessantes. Dann sind die Leute, von denen du vorhin sagtest, dass sie vielleicht nicht abgebildet werden von den Akademikern im Bundestag, die sind alle zu mir gekommen, weil wir haben dann Fritten verschenkt und so Handschellen wurde, so mit Plüsch wurde beim Sex dich da irgendwie ans Bett ketten kannst und Taschenrechner und Schnaps und egal was. Und wir hatten also den halben Stadtteil um uns, aber die sozial Schwachen halt. Und die das halt lustig fanden, die haben den Witz verstanden oder wollten einfach nur Fritten und Schnaps und sonst irgendwas. Also, oder Handschellen. Und da haben wir so schnell so viel erfahren, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du wieder Martin, kannst du sozusagen irgendwas daraus machen, was Satirisches, Literarisches, Politisches oder sonst irgendwas. Oder du kannst dir das einfach mal alles merken. Und ich habe das Letztere dann gemacht. Und so bin ich dann dazu gekommen und das macht wahnsinnigen Spaß, weil wenn ich die ganzen Leute sehe und sie reden höre und ich weiß, was sie halt in Wirklichkeit den ganzen Tag tun, weil ich wie bei manche von euch kennen vielleicht den Film Fight Club, das ist so ein Typ, der in der ganzen Welt kennt, der halt Kellner, Straßenbahnfahrerinnen und so weiter. Den Film habe ich bis heute immer noch nicht gesehen, Fight Club, das muss ich mal irgendwann mal nachholen, das muss man, ich habe so viele großartige DVDs hinten im Regal drin stehen, das ist die ganze Klassiker. Ich habe Fight Club bis heute nicht geguckt. Rocky habe ich auch noch nicht geguckt. Das ist ganz viele. Das sind einige Filme, die ich noch irgendwann mal muss mir noch angucken. Das ist halt ja das nun mal.
weiter. So ist das bei meiner Frau und mir auch. Wir kennen halt in ganz Deutschland Pfleger, Pflegerinnen, all die Leute, die oft auch nicht so gut lesen und schreiben können und deswegen auch in Internetforen und so weiter verspottet werden. Die kriegen dann immer den Kommentar, lernen Sie erstmal schreiben und so, ne? Was auch total hirnverbrannt ist, ne? Und die kennen wir und deswegen habe ich einen wahnsinnigen Spaß an diesem Quatsch. Einen Spaß haben muss man, das ist das Wichtigste. Das war es auch schon. So bin ich dazu gekommen. Ja, vielleicht ist es auch gut, die Leute immer ein bisschen zu erden. Das ist, glaube ich, am Ende. Und zu ärgern. Erden und ja, ärgern. Ja, zu ärgern. Ja, und die anderen aber auch, ja, aber auch vielleicht die doch eine Reflexion haben, noch zu erden. Das, weil ich merke das ja total in diesem System, gerade wenn ich mal 2 Wochen am Stück bin in Berlin und mich dann mit Freunden unterhalte, der Familie, dann kommen die auch schon immer, ey, ne, du nimmst sehr schnell die Sprache hier an, du denkst dann auch ein bisschen anders, redest gleich anders. Sag doch mal ein Beispiel zu dem Denken. Also was ist deiner Familie oder deinen Freunden aufgefallen? Also gerade als ich am Anfang im Bundestag war, fand ich das natürlich alles super spannend, toll und ich habe mich super gefühlt und ich war jung und ja, ich werde alles hier verändern können und ich bin wichtig und naja, wenn du dann 2 Wochen da warst, eine Beschallung vor allen Dingen von den ganzen Profiten. Merkst du, du bist gar nicht wichtig. Als fraktionsloser Abgeordneter ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Also ich weiß nicht, ist ein Fraktionsabgeordneter, spielt das irgendeine Rolle, ob du überhaupt da bist. Mitlobbyisten hat, die dich natürlich am Anfang, die pflegen dich ja. Ne? Also es ist ja nicht so, wie wenn jemand von aus einer Umweltbewegung kommt oder aus einem Umweltverband kommt, wo du eher ausgeschimpft wirst für deine Politik. Ist ja bei den Profitlobbyisten, die sagen erstmal nur, wie toll du bist. Und das glaubst du halt relativ schnell. Und wenn du dann nach 2 Wochen wiederkommst, also nicht nur mehr Fremdwörter, sondern du fühlst dich wichtiger, du fühlst dich überlegener, all das passiert ja relativ schnell. Gerade wenn du eben da relativ schnell aufgestiegen bist und meinst jetzt als Abgeordneter, klappt das alles. Ja, und das fühlt sich doch alles gut an. Und dann kommst du ja in deine profane Umgebung, wo du eigentlich herkommst. Und wenn du dann noch hingehst immerhin und diese Freunde hast, dann sagen die dir schon so. Du kommst da als Bundestagsabgeordneter runter, kommst da runter zum Fußvolk, steigst da herab zum Fußvolk, zum Bürger. Das ist halt schon. Ja. Pass mal auf, Junge, was ist denn hier los? Ne? Also dann diskutierst du wieder und dann merkst du eigentlich, was das für ein Gespinst ist. Kannst du mal ein Beispiel für so einen Profitlobbyisten oder eine Profitlobbyistin sagen? Also wer ist das zum Beispiel und was machen die dann? Ja, meistens sind die ja nicht mehr so, das hat sich ja total verändert. Früher war klar, die kommen aus dem Unternehmen, dann wusstest du auch Bescheid. So, es gab Kirche, es gab Bauernverband, es gab Gewerkschaften und das war's. Und dann gab es die Konzerne, ne? Also dann und BDI, also deren. Aber heute ist das ja ganz anders. Das sind ja Anwaltskanzleien, da ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das hört sich total super an. Wir wollen ja eigentlich, dass es sozial zugeht in Deutschland. Aber dahinter stecken knallharte Profitinteressen und die werden ja auch gesponsert von Konzernen und Konzernzentralen. Und wenn die mit dir reden, ich nehme gerne dieses Beispiel. Ich war relativ frisch im Bundestag, bin in den Umweltausschuss gekommen und bin dann auch relativ schnell Sprecher geworden für die SPD-Fraktion. Und ich hatte ein Gespräch an einem Tag, da kam jemand von einem kleinen Umweltverband. Die haben eigentlich noch nie mal ein Geld, jemanden mal nach Berlin zu schicken. Und wenn der da hinfährt, dann verbindet er das natürlich mit privaten Sachen und besucht dann auch gleich 10, 15 Abgeordnete, wo er 20 Minuten Zeit hat, gehetzt ist und denen dann sagt, pass mal auf, das macht ihr nicht richtig, das macht ihr nicht richtig und das müsstet ihr eigentlich machen. Dann ist er wieder weg. Fühlt man sich jetzt nicht so gut, wenn man eher so, ich sage jetzt nicht beschimpft wird, aber doch irgendwie so eine kleine, so einen kleinen Vortrag hört, was denn alles falsch läuft. Dann kommt der Profitlobbyist und der sitzt dann halt an deinem Tisch mit dir. Also erstens will er dich natürlich zum Essen einladen und selbst wenn du das nicht zulässt, kommt er an den Tisch. Der redet überhaupt nicht über Politik. Der sagt dir, was für ein toller Typ du bist. Ja, der kennt deine Stadt, der hat alles über dich gelesen. Dein Fußballverein ist auch sein Lieblingsverein. Das ist die Manipulation maximal. Das ist halt, der kennt dich. Vorher immer recherchieren, dass wenn du Leute triffst, das ist halt, es ist alles, da ist
kennt dich natürlich genau und das, der sitzt dann dir gegenüber und dann. Ey, der Fußballverein, das ist halt wirklich genial. Und das finde ich auch sehr gut, das finde ich genauso gut wie du. Das ist ja, genau deiner Meinung. Das ist. Er hat dann eine Tante wohnen gehabt in der Stadt, er findet die Stadt schön und er redet nur darüber. Und das ist halt sehr spannend. Der stellt auch keine Forderungen, nichts. Das ist halt der Erstkontakt. Dann lädt er dich ein zu einer Veranstaltung. Dann lädt er dich irgendwie zum Essen ein oder zu einer Komfortzone-Geschichte oder sonst was. Spannend. Und auch, ich finde es so spannend, dass er da immer drüber erzählt. Ich will ihn in meinem Podcast haben, der soll mehr darüber erzählen. Soll es in meinem Podcast erzählen. Das ist so eine mehr Insider aus dem Bundestag, das will ich hören im Podcast. Das ist halt, ich finde das so spannend, wenn er über solche Sachen erzählt, wer wird, das ist halt, ich höre da gerne zu. Da kommt noch nichts. Dann erfüllt er dir eigentlich einen Wunsch. Dann informiert er dich über Sachen, wo du eigentlich als Abgeordneter viel schneller dran kommen solltest, aber nicht bist, weil die Konzernzentralen haben das schon längst. Irgendwelche Anträge, die im Ministerium erarbeitet werden. Das heißt, du bist dem irgendwann verpflichtet, ne, durch Einladung, durch sonst was. Und dann kommt natürlich so nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, ich habe dir Gefallen getan, das sagt er so nicht. Und dann kommen sozusagen die Forderungen. Aber welchen Fall? Was für Gefallen wäre das? Ja, dass man sich schneller informiert, dass man sich bitte in der Fraktion für das und das einsetzt, dass da jetzt gerade ein Gesetz auf dem Weg ist, da ist ein Makel dran, der muss unbedingt behoben werden. Mhm. Solche Geschichten da. Aber hör mal, du weißt das. Das ist so aufdringlich. Aber ich nehme an, du weißt das, ne? Das sind ja, also das ist, was du da gerade beschreibst, also wirklich jetzt, das ist, ich bin ja Kriminalist, ne? Das ist 1:1, was die Mafia macht oder Geheimdienste. Mhm. Ich kenne das nur von Mafia und Geheimdiensten, von woanders, von was anderes. Ja, das ist Manipulation. Also explizit. Aber das ist ich nenne das Wohlfühllobbyismus, weil das ist jetzt nicht der, es gibt natürlich anderen Lobbyismus noch, ne? Aber, ich werde ja jetzt nicht im Prinzip eingekauft, wie einige ja auch, die dann Vorträge halten, viel Geld dafür kriegt, die Wahlkampfspenden bekommen oder so. Darum geht es meistens noch gar nicht. Meistens ist es erstmal so ein Wohlfühllobbyismus. Und wenn ich mich natürlich mit denen, die so hier omnipräsent sind, du verbringst 20 Stunden in der Woche mit denen und ganz wenig Zeit mit denen, die aus dem Wahlkreis dir schreiben oder die eben nicht jemanden schicken können, die dann irgendwie nur eine Pressemitteilung haben, ne? Also die Bürgerinitiative XY. Das heißt, alleine dieses Ungleichgewicht und natürlich, weil sie so gut geschult sind, weil das so klasse ist. Ich meine, die machen Seminare, diese Profitlobbyisten, wo Abgeordnete eingeladen sind oder ehemalige oder Minister, die ihnen erzählen, wie man uns am meisten einseift. Finde ich auch klasse, dass es also Abgeordnete gibt, die noch zusätzliches Geld damit verdienen, den Lobbyisten zu erzählen, wie man am besten sozusagen an uns rankommt. Deswegen mache ich das ja ein bisschen anders. Deswegen gehe ich gerne zu, ich habe das mit Parents for Future. Die Lobbyisten-Mafia. Lobby-Mafia im Bundestag. Das ist und anderen gemacht, denen zu erklären, wie sie Politiker beeinflussen können oder wie sie ihre Themen ranbringen können, weil man das schon auch kann in der anderen Seite. Aber so funktioniert das. Und es gibt natürlich ein Ungleichgewicht, was du hier nicht wieder reparieren kannst. Und wo jeder, wir sind alles Menschen, die hier anfangen. Und vielleicht sind wir sogar eher ein bisschen eitler, die Abgeordneten, als so der Standardmensch draußen. Und natürlich werden wir dadurch beeinflusst. Keiner. Ja, du kennst doch als Bundestagsabgeordneter. Ich glaube, so macht es auch Martin Sonneborn und Nico Semsrott hat es auch so gemacht. Und macht es auch wahrscheinlich immer noch im Europaparlament, dass halt einfach, dass die sich zum Essen einladen lässt und dann natürlich dann, wenn es dann mit Forderungen kommt, dann, dass du dann sagst: Nö, ich bin dir nichts zu verpflichtet, ich bin dir nichts, ist ja auch so, bist dir nichts schuldig, das ist, du hast mich eingeladen, danke dafür, aber ich muss mich jetzt für dich nicht einsetzen, schön, dass du das für mich gemacht hast, tschüss, war schön mit dir, hau ab. Also ganz viele Kollegen haben mir gesagt, ja, aber ich habe doch trotzdem meine Ideale und meine Position und ich lasse mich doch nicht von beeinflussen, nur weil ich mit dem jetzt ein paar Mal essen war. Doch,
tust du. Weil einfach die Zeit schon alleine und natürlich fühlst du dich wohl in dieser Umgebung, dazu ausreicht. Und du fühlst dich eben nicht unbedingt wohl mit dem, der dir sagt, dass die Politik nicht so super ist und was die für Auswirkungen hat oder die Gespräche, die wir jetzt gerade geführt haben, fühlt man sich danach nicht so wohl, weil man ja denkt, oh, ich sitze doch auch hier, ich entscheide doch mit und ich entscheide jetzt sowas, was so böse und so schlimm Auswirkungen hat, fühlt sich nicht so gut an. Und bei dem anderen fühlt sich das gut an. Und da muss man kein Psychologe sein, um zu wissen, dass einen das natürlich beeinflusst. Wenn sich die Abstimmung gut anfühlt, das ist dann schon... ist dann Entscheidungen gut oder schlecht anfühlt und danach entscheidet, ja, gute Nacht, Politik. Also wirklich ernst gemeint, nicht lustig gemeint. Was wäre denn, wenn du nie mit denen reden würdest? Also da kommen Anfragen von Leuten aus solchen Verbänden, wo du schon ahnst, okay, das ist jetzt eher was Größeres, was mit Geld im Hintergrund zusammenhängt, aber die benutzen jetzt diese Mafia- und Geheimdienstmethoden. Ich meine, die können dich ja nicht zwingen oder zwingt dich dann die Fraktion, mit denen zu reden? Ja. Also da wird schon Druck aufgebaut. Ich habe das ja dann sehr schnell eingeschränkt mit diesem Gespräch. Meine Idee war ja halt, ich meine das so gelesen und gehört und gesehen, und zwar von Martin Sonneborn, A aus seinem Buch, B aus seinen Videos und ja, C von sonst wo aus dem Internet, dass man halt die netten Geschenke an und sagt dann halt, muss man halt das Arschloch sein können und sagen können, ja, die Geschenke nehme ich, aber ich muss euch nichts zurückgeben. Das ist halt, ja, kann man auch einfach nicht mit denen reden, aber das Geschenke nehme ich gerne. Ich meine, wenn die mich zum Essen einladen wollen, sage ich doch nicht nein zu. Wenn die mich mit manipulieren wollen, dann kann ich die auch, die Manipulierer ausnutzen. Das wäre meine Idee. Das ist halt immer, wenn die dich manipulieren wollen und deswegen zum Essen einladen und dann die dann ausnutzen und nur das positiv von denen nehmen. Why not? Dann geht es bis, gerade wenn du eine Funktion hast noch in der Fraktion, also zum Beispiel Umweltsprecher bist, dann sagt die Fraktionsspitze dir, also die haben jetzt schon dreimal versucht und du musst dich jetzt mit denen treffen. Oder eben, wenn die sich treffen, dann nehmen die auch bestimmte Abgeordnete dazu an der Spitze und treffen sich. Und auch da gibt es ein riesen Ungleichgewicht. Also um das zum Beispiel mal deutlich auch plastisch zu machen, halt, da war noch Peter Struck, den ich sonst echt menschlich gerade sehr geschätzt habe, der war der Fraktionsvorsitzende. Der hat einmal in der ganzen Legislaturperiode als Fraktionsvorsitzender sich mit Umweltverbänden getroffen. Da waren dann natürlich so Abgeordnete wie ich dann dabei. Einmal eine Stunde. In vier Jahren. Eine Stunde, wo alle dann da saßen, kurz ihren Kommentar geben konnten. Er ist dann ziemlich schnell abgehauen und Uli Kelber und ich saßen dann noch. Gleichzeitig hat der aber natürlich alle paar Wochen mindestens mit einem Manager oder sogar Chef der großen Energieversorger mehr als eine Stunde gesprochen. Okay. Und auch das ist einfach ein Riesenungleichgewicht. Und daran erkennt man halt, wie ernst das ist. Letztendlich habe ich dann alleine, dass ich das dann veröffentlicht habe, dass ich gesagt habe, ich veröffentliche alle Lobbytermine und sage auch, wer da mit mir spricht und worüber wir sprechen. Ich mache jetzt kein Protokoll, ne, aber das mache ich. Das hat schon dazu geführt, dass ich viel, viel weniger Anfragen hatte oder die Anfragen zurückgezogen worden sind. Ne? Also da schützt man sich. Und wozu hat das letztendlich geführt? Letztendlich hat es dazu geführt, als ich aufgehört habe, solche Gespräche fast komplett zu führen. Ich gesagt habe, nee, ich veröffentliche nicht nur, sondern ich spreche einfach nicht mehr mit denen. Ich spreche eher mit den anderen, die nicht auf mich zukommen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich aus der SPD ausgetreten bin und eine Zeit lang parteilos war und immer noch fraktionslos bin, weil dann überlebst du in diesem System nicht. Und deswegen sage ich genau, wir brauchen da einen Systemwechsel. Ansonsten wird sich das nicht verändern. Und nicht, weil die alle hier so böse sind, die Abgeordneten, sondern weil einfach so eine Beeinflussungsmechanismen und die Mechanismen insgesamt so funktionieren, dass entweder du dagegen ankämpfst, dann hast du sozusagen aber innerhalb dieses Systems keine Chance. Ich beobachte die ganze Zeit dieses Hintergrundbild, ich überlege die ganze Zeit im Hintergrund, was ist das, was könnte das da im Hintergrund sein, jetzt bin ich gerade drauf gekommen, könnte das sein, dass das, weil Marc Benecke ja mit dabei ist, könnte das sein, dass das eine
dass das so ein Querschnitt von einer Pflanze ist, dass es irgendwie so eine gewisse Pflanze, so ein bisschen so ein mikroskopiertes Pflanzendings ist. Das könnte mir so auf einer Glasscheibe so, deshalb hat das so ein bisschen Abdrücke und so. Es könnte fast, meine ich, könnte so ein bisschen so ein Blatt, so ein Pflanzenblatt oder so, irgend so ein Blattquerschnitt oder so, sowas, irgendwas Pflanzliches, was unter dem Mikroskop beobachtet. Könnte das sein? Kann das sein? Vielleicht auch eine Frucht, eine Kiwi aufgeschnitten unter dem Mikroskop? Ich weiß es nicht. Und wenn du nicht dagegen ankämpfst, ist klar, dann wirst du vereinnahmt und dann bist du irgendwann natürlich dann genauso und denkst auch so. Das ist ziemlich klar. Liebe Jüngere, wenn ihr dieses Video in 30 Jahren seht, wir zwei alte weiße Männer sind für Bürger und Bürgerinnenräte, die aber dann auch nicht von der fucking Lobby wieder vollgeschwatzt werden dürfen. Das heißt, lasst euch nicht volllabern und vor allen Dingen nehmt niemals Geschenke an. Das sage ich auch zu allen Leuten in der organisierten Kriminalität. Nehmt niemals einen Gefallen an, dann hast du schon verloren. Was ist denn mit meiner Idee, dass du die Geschenke annimmst, aber dann und dann Nein sagst zu dem? Das ist, da musst du halt nur stark genug sein. Ich meine, in Deutschland, ich meine, wenn du von der Mafia Geschenke annimmst, das sollst du nicht machen. Dann kommen sie dir mit der Pistole. Wenn du dann Nein sagst, aber ich meine, wenn dir so ein Lobbyist ein Essen spendiert und dann danach sagst Nein, ich setze mich nicht für dich ein, dann was soll er machen? Soll er die drohen? Das ist soll er die, was ist, ja, letztendlich, wenn er die droht, dann ziehst du den vor Gericht. Was? Das müssen wir mal erklären. Ich meine, die beiden reagieren jetzt nicht auf mich, aber ich reagiere auf sie, aber das ist halt. Was ist denn mit dem Ding? Das, die dich ausnutzen wollen, ausnutzen. Das ist doch das ist ein kleiner teuflischer Gedanke, aber es ist was. Ist, ja. Warum sollte das nicht funktionieren? Bevor du mit deiner Karriere anfängst, muss man halt dann die Eier haben. Dann muss man die Eier dafür haben, auch zu sagen, dann muss man das auch aushalten können, dass die dich böse angucken oder dass die dich mal ein bisschen beschimpfen. Dass man die Eier haben, dass man dann sagt, nö, ihr könnt mir gerne Sachen schenken, aber ihr kriegt dafür nichts zurück. Das juckt mich einen Scheiß, das, was ihr dann zurückkriegt. Das muss dann in der Politik muss man ein Arschloch sein, das ist halt, ja, nehmen, aber nicht geben. Ich stelle nicht auf, wenn du den, meinen Sohn oder sonst was zum Büroleiter machst. Da fängt es schon an in der Politik. Aber ich fand, das war ein super Schlusswort. Dann finde ich sehr spannendes Gespräch. Wir haben deutlich überzogen, finde ich aber gar nicht schlimm. Ich würde es auch gerne fortführen. Vielleicht schaffen wir das. Ja, klar. Jetzt schon in der Sendung macht man das eigentlich nicht, aber ich lade dich super gerne ein, dass wir, ich wollte nämlich immer mal so Bütchengespräche machen. Kennst ja gerade im Ruhrgebiet, aber ich glaube, in Köln gibt es sowas auch. Ne, dass, noch mehr in Köln, ja klar. Dass es diese Kiosk-Bütchen gibt. Bei uns sind die auch ziemlich legendär. Und ich hatte mal vor, dass man einfach mal vor so einer Bude, eben wenn wir wegkommen wieder von diesen Videokonferenzen, live da stehen können und bei einem Getränk uns weiter unterhalten. Fände ich super. Mama, okay. Vielen Dank. Vielen Dank und... Inzwischen hatte ich den Marco Bino mal ein zu uns im Podcast, zu Binder 3 Podcast. Die offizielle Einladung per E-Mail ist schon raus. Das ist schon eingeladen, ist schon raus. Momentan noch in Videokonferenz. Ich lade den noch zum Video, auch zukünftig bei im Podcast. Inzwischen lade ich den zu mir beim Podcast ein. Marco Bino. Das muss was werden. Marco Bino. Den brauche ich bei uns im Podcast. Genau, bis zum nächsten Mal und der wird mich bleiben. Jetzt nicht aber ja, ja. Keine Gefallen annehmen. Tschüss. Vielleicht hört mich jemand von den nicht vorhandenen Zuschauern und vielleicht guckt jemand das, vielleicht guckt der das Video, vielleicht kann ja sein Marco Bülow dieses Video und ja. Ja, war auch ein schönes, langes Video. Ein kleines Podcast-Projekt.
Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie ihr habe mich so jetzt so ein bisschen in den Podcast reingemogelt. Ich war jetzt nicht wirklich mit dabei, aber es ist, ja, ich habe da so ein bisschen, war insofern dabei, dass ich mich da unten so ein bisschen als React-to-Face-Camera mit rein und dann meine Sachen mit dazu gehabt habe, das Video angehalten habe und da so ein bisschen mitgeredet habe. Ja. Ja, was soll ich sagen? Schaut auf deren Kanal vorbei. Schaut auf Marc Benecke hat auch einen Kanal. Das ist der Kanal von Marco Bülow. Schaut mal bei dem vorbei. Also das Video, der Podcast ist jetzt auf dem Marco Bülow-Kanal. Bundestagsabgeordneter von der Partei Die Partei. Schaut mal bei dem vorbei auf dem Kanal. Lasst ein Abo da bei beiden. Auch beim Marc Benecke auf dem Kanal. Schaut euch das Video nochmal privat an, wenn das wollt. Das ist, wenn er meinen Quatsch nicht hören wollt, wenn das nochmal, ohne dass ich dazwischen rede. Ich habe ja bestimmt zwischendrin auch mal reingelabert, da ein bisschen da reingequatscht. Wenn das mal ein bisschen, ich weiß, das ist nochmal 48 Minuten, das ist dann nochmal hinten dran, aber ja, ich denke, ich klaue den da auch mit meiner Größe von meinen Aufrufezahlen jetzt. Ich klaue den da keine Klicks. Das ist halt, ja. Schaut bei denen nochmal vorbei. Auch bei den anderen Videos schon mal. Was ist bei Marco Bülow auf dem Kanal? Da gibt es noch andere tolle Videos. Seine Reden aus dem Bundestag lädt auch immer wieder hoch. Da könnt ihr mal Klicks da lassen und Likes da lassen. Das ist halt, ja. Ich will mit meinen Wake-Tos ja nichts wegnehmen. Oh, ich habe einen neuen Follower auf meinem Kanal. Sesselfuchs. Willkommen in der Eglantürm Community. Danke für den Follow. Ja, wo kommst denn du her? Sesselfuchs. Wie geht's, wie steht's? Ich habe gerade wahrscheinlich Ewigkeiten, über eine Stunde, auf ein Interview-Podcast-Gespräch mit und von Marco Bülow mit Marc Benecke reagiert. Ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. So aus Ludwigschem Geist wächst von Martin geschweißt die Partei, die Partei.